Betoning, ja, das siehst du bei mir auch immer wieder, dass ich mit einem Messer einen Holzklotz, ein Stück Holz spalte, um an das Kernholz zu kommen. Und ich hatte letzte Woche eine sehr nette Diskussion mit einem Besucher des Rheinhaus- und Buschkräftareals, nämlich, dass das absolut böse ist und dass es sinnlos ist und blöd ist und dass man gefälligst eine Axt dafür verwenden soll. Und wenn du wissen willst, nämlich Buschkraft und Survival philosophisch wissen willst, was Betoning bedeutet und warum es doch in gewissen Situationen gut ist und in manchen Situationen sinnlos ist. Wenn du das wissen willst, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der René Osten vom Survival Shop Problemsgut. Schön, dass du dabei bist und wichtige, gute Frage. Ne? Das Betonieren, du kennst das, ja, jetzt zum Beispiel ein Messer, könnte aber auch etwas anderes sein, wird durch einen Holzstamm getrieben, um den zu spalten. Und das macht man natürlich jetzt nicht Stahl auf Stahl, sondern Holz auf Stahl und das schlagt man durch, damit spaltet man das, das kann man dann vierteln und das ist eine legitime Survival-Technik, wie ich meine. Und zwar dann, wenn ich in einer Notsituation zum Beispiel bin und dringend ein Feuer brauche. Und weißt du, meistens ist es so, dass man dann dringend das Feuer braucht, wenn es unangenehme Situationen herausgibt, also Witterungsbedingungen, wenn es feucht ist, wenn der Wind geht und wenn es kalt ist, dann braucht man das Feuer wirklich. Nicht dann, wenn ich das Streichholz fallen lasse und es brennt alles, dann ist es eben meistens nicht so wichtig. So, das heißt, das ist eine legitime Technik, um zum Beispiel einen Witwenmacher, ja, ein totes Stück Holz, ein Ast oder ein Baum, ja, klein zu machen, um an das Kernholz zu kommen, an das Trockene. Bei meinem Survival-Mentor-Training, alle, die da dabei sind, wenn du da dabei bist und vielleicht schon bei dieser Übung bist, lasse ich ja 10 unterschiedliche Witwenmacher suchen und wenn sie wollen, auch fotografieren und mir zuschicken. Weil ich der Meinung bin, dass du, wenn du rausgehst in den Wald, nicht nur in den Wald, aber jetzt bleiben wir mal beim Wald und in der Natur, alle Ressourcen, die es hier gibt, sehen sollst. Du sollst es screenen. Du sollst wie ein Radar im Endeffekt gehst du durch und bumm, da ist das, bumm, da ist das, da, bumm. Aber auch alle Gefahren. Schlecht. Dass du immer aufmerksam bist, dass du dein Radar eingeschalten hast. Und da sind diese Witwenmacher ganz wichtig für viele andere Dinge, Nahrung zum Beispiel auch. So, und da sage ich, wenn mein Messer, und ich habe jetzt hier zum Beispiel ein riesengroßes, fettes Messer mit, also dieses Messer hier, das nicht aushält, dass ich es durch einen Holzstamm treibe, dann brauche ich das Messer nicht, dann will ich es nicht. Jetzt kriege ich dann immer wieder die Kommentare, aber das ist mir eigentlich nicht so das Thema, aber bei den Diskussionen ist es immer wieder ganz spannend. Und die hatte ich jetzt letztens wieder am Lagerfeuer, dass eine Axt dafür gemacht ist, um Holz zu spalten. Mit einer Axt spaltet man Holz und mit dem tut man schneiden. Vielleicht mit dem, dieses Hotlum hier, das ist lange nicht, da kann man vielleicht auch noch was schlagen, also so Buschmesser-mäßig, machetenmäßig, aber sonst macht man das bitte mit einer Axt. Und da sage ich Folgendes. Wenn du Bushcraften gehst, zum Beispiel hier ins Bushcraft-Areal, ganz klar, billige Eigenwerbung, aber egal wo, dann ist das mit der Axt ja okay, die nimmt man mit, damit man da effektiv und gut arbeiten kann. Und es ist auch toll und ich habe ganz viele Äxte, ich bin ganz verrückt nach den Teilen und ich finde die genial. Aber, und jetzt kommt das Aber, in einer, auch wenn vielleicht unwahrscheinlich, ja, aber in einer Überlebenssituation, in einer Survival-Situation, ist es ganz einfach so, dass ich die Axt wahrscheinlich nicht dabei habe. Weil die schwer da umhängen. Also ich kenne wenige Leute, die immer die Axt zu umhängen haben. Ja? Ich kenne natürlich auch viele, also da muss man es auch dazu sagen, klar, viele Leute haben auch nicht unbedingt so etwas hier dabei und ziehen das hinten raus und sagen, wo ist das Holz zu spalten, ist mir schon klar. Aber es gibt ja auch kleine Messer. Muss ja nicht immer das große sein. Ich weiß schon, dass ich mit dem hier viel mehr anfangen kann als mit dem kleinen, aber dass wir es dabei haben, habe ich schon ganz oft über unterschiedlichste Videos drüber gesprochen. Ne? EDC, was das wirklich bedeutet und was Everyday immer bedeutet. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Gold Steel Messer, dieser Full Tang hierher nehme und einen kleinen Ast damit spalte, kann auch am breiten spalten, ist dann eine andere Technik, aber geht auch, und den jetzt da durchspalte, damit ich mir dann nachher Feathersticks machen kann, damit ich mir Anzündeholz aus einem trockenen Stück Esche, wie es jetzt hier hinten machen kann, und das Messer das nicht aushält, dann brauche ich es nicht, dann was klumpert. Dass ich das vielleicht nicht jeden Tag mache, das mag auch sein. Und die Kommentare oder die Leute, die sagen, René, hast du überhaupt keine Ahnung, was da für Spannung auf dieses Messerstahl kommt und so und was das bedeutet, was das für das Material bedeutet? Wenn ich mit meinem Auto fahre,
was bedeutet das für das Material? Ich meine wirklich, und wenn ich dann auch noch bremse, was das für das Material bedeutet, für diesen Stahl und für dieses Material, was das bedeutet für das Material? Wenn dir das wichtig ist, ist das okay, mir ist es wurscht. Weil wenn es kaputt ist nachher, dann kaufe ich mal ein neues oder tausche mal ein neues oder nehme ein anderes. Noch einmal, das ist jetzt keine Arroganz oder was, bitte das nicht falsch verstehen. Aber wenn ich das jetzt brauche, dann... Okay? Dass man dann immer wieder mal Sachen sieht, die vielleicht nicht toll sind, das ist schon klar, um das geht's nicht. Nur als Notfalltechnik ist Batonieren meiner Meinung nach absolut okay, und wenn es das Messer nicht aushält, dann will ich es nicht. So, dann sagen manche, das Messer wird damit kaputt. Ja, wenn ich das jetzt brauche und das Messer nachher kaputt ist, aber ich mein Feuer habe, dann bin ich auch zufrieden. Im Long-Term Survival vielleicht nicht, aber wovon sprechen wir hier überhaupt? Ich meine, ich sitze in Österreich, du wahrscheinlich in Deutschland oder in der Schweiz oder vielleicht auch in Österreich oder so. Ich meine, ernsthaft, ja? Ernsthaft, was willst du da? Was, im Wald habe ich vielleicht Notsituationen, also keine Frage. Aber ich brauche da ja nicht 20 Jahre raus durchstehen. Ich bin ja nicht, ich weiß nicht, wovon wir da jetzt sprechen. Ja? Das ist der Punkt dabei. Und wenn ich 20 Jahre hier im Wald überleben müsste, dann habe ich meine komplette Ausrüstung mit. Und da gehört auch die Axt dazu. Übrigens, sowas auch. Aber die Axt ist dann auch dabei. Also, irgendwie habe ich das Gefühl, dass sich diese Diskussion immer im Kreis dreht, gell? Und dass es Befürworter und Gegner gibt. Aber mir ist das persönlich vollkommen wurscht. Wenn mein Messer das nicht kann, dann will ich es nicht. Und deswegen teste ich es auch. So, und den letzten Punkt, und ich verspreche, ich bin dann fertig, ich verspreche es. Mir ist schon klar, dass eine Axt ein spezialisiertes Werkzeug ist, das genau das, was ich da will, nämlich Holzspalten, effektiv, kraftschonend, gut und sicher für mich schafft. Ich bin mir nicht sicher, ob es auch wirklich sicher ist, denn wenn ich mir auf meinen Kursen anschaue, mit der Axt, also ich finde das viel gefährlicher, wenn Leute irgendwelche kleinen Äste, sowas hier zum Beispiel, so einen Rundling, mit der Axt spalten wollen oder mit dem Messer ansetzen und dann durchschlagen. Ich weiß nicht, was sicherer ist. Meiner Meinung nach das Durchschlagen, weil da sind weniger Unfälle bis jetzt passiert als mit der Axt. Aber wie auch immer. Das ist mir schon klar, dass so eine Axt ein spezialisiertes Werkzeug ist und dafür gemacht ist. Und ein Messer eigentlich ein Schneidwerkzeug ist, ja, das ist mir alles bewusst. Und das ist, unterschreibe ich auch so. Und trotzdem, ich will mein Feuerholz für mein Haus, für meinen Ofen nicht mit einem Messer batonieren. Das würde ich nicht tun, weil ich keinen Knall habe. Also zumindest nicht so einen. Nur, da nehme ich die Axt dazu. Aber, oder am besten, elektrischen Holzspalter. Aber egal, dann würde ich die Axt nehmen. Ja? Aber wenn ich draußen bin, dann muss mein Messer, wenn es halt ein feststehendes ist, ist ganz, ganz klar, wenn ich jetzt einen Einhandöffner habe, zum Beispiel hier ein Klappmesser, dass ich das mit dem hier jetzt nicht tun will, außer bei Cold Steel, da gibt es auch wieder ein paar, aber wurscht, ja? Das ist was anderes. Ja? Aber wenn ich ein Full-Tang-Messer habe und dass das nicht aushält, dann brauche ich es nicht. Was hältst du davon? Schreib bitte einen Kommentar, auch kontroversielle Meinungen sind herzlich willkommen. Schreib ganz einfach, wie du das siehst, würde mich sehr, sehr interessieren. Wenn du Links zu den Ausrüstungsgegenständen, die ich da jetzt habe, sehen willst, habe ich auch da unten. Natürlich auch der Link in das Bushcraft-Areal, wenn dir das interessiert, und natürlich auch zu meinem Survival-Mentor, zum Survival-Coaching. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Abo, Glocke drücken, nicht vergessen, ein paar andere Videos zum Anschauen. Es hat mich wieder gefreut, dass du dabei warst. Dein Rainer Rossmann, bis bald, ciao.